Ja, und wie ihr jetzt sicher alle mitbekommen habt, dann kann ich hier eigentlich gleich wieder rausreißen, den Zaun. Baue ich das nach da hinten aus, das Feld? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo soll ich denn jetzt die Kürbisse hin tun? Ist immer so schwierig am Anfang, weil ich weiß nicht genau. Nee, lass mal. Wisst ihr was? Wir bauen uns so ein richtiges Feld. Suchen wir uns mal einen schönen Platz dafür. So. Ja, mal da drüben noch mal ein bisschen. Ja, es wird gleich dunkel. Dann tun wir hier mal noch mal schnell das ganze Zeugs abzuppeln. Ja. Klasse. Moment, da können wir noch mal schnell gucken. Ich würde sagen, wir bauen. Moment. So. Ich weiß nicht, wo wir das hinbauen sollen. Wir haben uns ja überhaupt noch nicht um diese Welt gekümmert, hier so aussehen mäßig. Ach komm, ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Schläfchen und dann gucken wir uns mal hier kurz um auf der Welt. Ich trinke mal kurz was, während ich schlafe. Ah, ja. Ich habe die Fähigkeit zu trinken, wenn ich schlafe. Das ist eine ganz spezielle Never-Guest-Fähigkeit. Die kann nur ich. Und die erreicht man dann, wenn man ganz hoch geskillt ist in Minecraft. Wenn man ganz viel unter Wasser gearbeitet hat, was ich natürlich nie gemacht habe, aber. Ah, Spinni! 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 Meine Spie. Ich wollte ja mal diese Berge hier erkunden. Wow, heftig. Da hinten. Also irgendwo möchte ich ein paar Farmen anbauen. Hier so wäre natürlich auch geil, ne? Hier so, da so. Sag du mal so. Das war komisch. Naja. Was haben wir hier noch so? Schwebt das Ding? Ah ne, ach so. Also dieser kleine Erdblock da unten, den ihr hier seht, gell, der hier. Der hält dieses ganze Steinteil einfach so fest. Ja. Realistic, Minecraft, realistic. Und das da schwebt. Ein schwebender Dislike bei Facebook. Sieht aus wie so ein Dislike. Was es nicht gibt, aber sollte es geben. So. Dann würde ich sagen, bauen wir, ouch. Wir haben natürlich auch noch zwei Brote mit, das wird natürlich niemals reichen. Ich habe übelst viel Bock zu bauen, aber ich weiß nicht, wo ich das jetzt hinbauen soll. Ich möchte es auch nicht falsch anbauen jetzt. Ich glaube, wir bauen es da runter. Wir bauen uns jetzt da unten ein Haus. Da werden wir viel Stein brauchen.
Wie baue ich denn das? Ich will es nicht genauso wie das hier bauen. Das wäre ja ein bisschen komisch. Aber schon so derselbe Stil sollte es schon haben. Dann nehme ich mal Holz mit. Dann nehme ich mal... Ja, komm, wir gehen einfach. Moment. Wir nehmen noch eine Werkbank mit. Ein Ofen. Eine Kiste. 11 davon. Und ein... mal das. Und dann gehen wir los. Ich will jetzt nämlich nicht alles an das Haus dran klatschen, weil ich mich kenne. Ich baue im Laufe der Zeit ziemlich viele Häuser. Und deswegen möchte ich lieber gleich noch ein zweites Haus bauen. Au, wow, wow. Damit ich dann später nicht in die Verlegenheit komme. Oh, da war ja was. Wisst ihr wie? Genau so halt. Ja. Dum, 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 dum. So. Können wir erstmal das unnötige Zeug reinlegen, was wir jetzt noch nicht brauchen. Wie das... Das brauchen wir jetzt so. Und zwar brauche ich eine Schaufel. Schaufel. Und ich brauche auch. Das kann ich erstmal wegtun. Der Rest soll das bereichen. Okay, Schaufel. Diese Bugs, ne, da hinten. Ich meine, sieht witzig aus, aber... Minecraft. Warum? Was ich auch von Minecraft ein bisschen schade finde. Ebenfalls hat mich darauf wieder Hannibal-Tee gebracht. Ja, ich kann nichts dafür, ich guck's nur mal zur Zeit halt. Aber nee, das habe ich mir selbst schon mal so gesagt. Ich finde, Minecraft bringt einfach viel zu wenig... Spielereien mit rein. Immer riesige neue Dinge, aber so kleine Details werden nicht verändert. Mal mehr Essen oder so eine größere Auswahl an Tieren oder... Ach, was weiß ich, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich bin doch so ein Held, ey. Stirb. Mach hier nicht so ein Fluss. Fluss, Fluss. Fluss. Boah, hier war doch ein Fluss. Oder? Täusche ich mich da jetzt? Hey, hier war doch ein Fluss. Fluss! Der ist natürlich ein bisschen heftig weit entfernt, ne? Schade. Schade, schade. Aber auch nicht schlimm. So. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Mit der Sense einmal so durch das Gras durch. Jetzt höre ich schon wieder alle schreien. Oh mein Gott, nein. Wie kann er nur mit einer Sense durchs Gras gehen? Aber seit dem 1.1... Seit dem 1.3... Jetzt habe ich's. Also seit Version 13. Von Minecraft. Richtet Gras keinen Schaden mehr an Waffen, Werkzeug oder ähnlichen aus. Ich kann also auch mit dem Schwert hier durchgehen. Da passiert gar nichts. Oder an der Schaufel sicher schön zu sehen. Oh. Ja, an der Schaufel sicher schön zu sehen, wie ich alles kaputt mache. Genau. So. Also Gras richtet keinen Schaden mehr an Waffen oder Werkzeug aus. So, wie bauen wir das Haus denn? Ich hätte irgendwie gute Lust, eine Kurve in das Haus reinzubringen. So. Ich hebe jetzt natürlich erstmal wieder den Grundstein aus. Denn realistisch geht vor, ne? Jedes Haus hat auch einen Grundstein. Dann wollen wir mal gucken, wie wir das hier bauen. So, dann würde ich sagen,
Es wird schon ziemlich groß bei dem, was ich vorhabe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit so einem großen Haus... Naja, gut, es kommen auch noch Wände rein. Mal schauen. Und Wände ist ja auch nicht so schlimm, weil... Es wird ja auch ein... Lass uns mal gucken, wie viele wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. So. Das ist die Kurve, die ich hier reinbringen möchte. Und da das so eine Art Bauernhäusli werden soll, müssen wir mal überlegen, aus welchen Rohstoffen wir den Boden machen. Ich wäre ja geneigt zu Gravel, aber Gravel sieht immer so komisch aus, wenn man es als Boden macht. Na, das sollte reichen. Ich will jetzt auch nicht wieder das Birkenholz nehmen. Ob es aussieht, wenn man Tannenholz dafür nimmt? Moment. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe noch nie einen Boden aus Tannenholz gebaut. Warum nicht?